Hey, schön, dass du da bist. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Luke und ich spreche über die Themen Minimalismus, Ernährung und Zimmerpflanzen. Und ich freue mich sehr aufs heutige Video, denn heute geht es um meine minimalistische Morgenroutine. Das klingt vielleicht sehr ich-bezogen, es geht aber eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht eigentlich eher darum, dir Tipps für einen sehr bewussten und sehr produktiven Morgen zu geben. Selbst wenn du jetzt kein Mensch von Routinen oder Regeln am Morgen bist, hoffe ich, dass du hier eine Menge mitnehmen kannst, denn ich habe sehr, sehr viele Tipps für dich, die ich sozusagen einfach am Beispiel von mir dir heute präsentieren möchte. Also viel Spaß mit dem Video. Also Punkt 1, den ich jeden Morgen mache, beziehungsweise wie man jeden Morgen beginnt, ist, ich habe meine Anziehsachen immer schon draußen liegen. Eigentlich ist das nicht viel, es ist meistens dasselbe, und zwar meine Adidas-Hose, meine weißen Tennissocken, dazu trage ich immer dieses T-Shirt, dann darüber mein Rollkragenpulli, manchmal eine Kappe oder nicht. Und wenn ich eben direkt Sport machen möchte, habe ich eben dafür auch meine Sportsachen draußen liegen. Ich habe immer dasselbe Outfit, wasche das irgendwie einmal die Woche und das war's. Der zweite Punkt, der dann für mich wichtig ist, ist die sogenannte selbsterfundene LWL-Regel, und zwar Licht, Wasser und Luft. Licht bedeutet für mich, dass ich so schnell es geht in natürliches Licht gucke, das heißt, wenn Vicky jetzt noch schläft, lasse ich hier noch die Rollladen runter, aber dann gehe ich beispielsweise rüber und gucke nach draußen. Während ich eben den zweiten Punkt mache, und zwar W, Wasser. Das heißt, ich trinke morgens halt sehr viel Wasser, wie die meisten natürlich. Ich versuche allerdings auf Rat sozusagen vieler Wissenschaftler, die Hälfte meines Wasserbedarfs mindestens, in der Regel sogar 60-70%, schon bis mittags, also bis 2-3 Uhr zu trinken. Dafür, das war ein Tipp von euch, nutze ich mittlerweile halt nur noch frische Zitronen. Damals habe ich auch oft so Zitronella benutzt. Habe ich auch manchmal mit Sicherheit immer noch da, aber frische Zitronen sind natürlich einfach deutlich besser. Mache mir dann einfach 2 so Karaffen voll, da passt jeweils 600 bis 700 Milliliter Wasser rein, dann noch ein großes Glas Wasser, das trinke ich dann so im Morgen-Mittag-Bereich sozusagen. Und der dritte Punkt ist eben Luft. Ich versuche also so schnell es geht nach draußen zu kommen. Dies kombiniere ich halt meistens mit Sport. Ich versuche schon jeden Morgen Sport zu machen, mindestens 15 Minuten. Nicht wirklich zwanghaft, sondern ich mache das eher mit so ein paar Tricks. Und zwar arbeite ich zum einen mit dem dritten Gesetz der Gewohnheitsbildung, und zwar, dass man sich eben belohnen muss. Das heißt, ich jogge meistens zum Supermarkt, gehe dann da einkaufen. Das ist für mich wie shoppen. Ich kaufe dann da meine Beeren und Bananen und so und komme dann eben zurück und habe dann morgens sozusagen schon 20 Minuten Sport gemacht, obwohl ich eigentlich nur einkaufen war. Und wenn ich jetzt nicht einkaufen gehe, dann gehe ich halt meistens Seilspringen, also skippen, und mache dazu dann ein paar Liegestütze und so. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich immer dann aufhöre, wenn es mir Spaß macht. Ich trainiere also nicht bis zum Exzess, sondern wenn ich merke, boah, jetzt ist gerade richtig geil, dann höre ich auf, weil dann habe ich eben am nächsten Morgen wieder Lust weiterzumachen. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Snooze-Button. Ich weiß nicht, ob du morgens snoost oder nicht. Ich snooze nicht, und ich kann dir auch erklären, warum du das nicht machen solltest, beziehungsweise warum es keinen Sinn macht. Und Punkt 2, wie du das vielleicht vermeiden kannst, morgens nicht zu snoozen. Also, der erste Punkt ist, snoozen, wenn man weitere 10, 15, 20 Minuten schläft, macht halt deshalb keinen Sinn, weil um in die Phase, also um in die Tiefschlafphase zu kommen, die halt sehr erholend für deinen Körper ist, brauchst du halt mindestens 60 Minuten. Das heißt, dieses Snoozen wird dich allerhöchstens vielleicht nochmal in so einen Leichtschlaf oder vielleicht sogar in die REM-Phase bringen. Das ist auch beispielsweise der Grund, warum du dich nach dem Snoozen noch an den Traum erinnern kannst, den du hattest, während du gesnoozt hast, weil eben in der REM-Phase Träume sehr, sehr aktiv sind. Das heißt, du weißt meistens eben noch, was du gerade geträumt hast. Aber deswegen macht Snoozen eben keinen Sinn, weil du dich sowieso nicht mehr erholst. Ganz im Gegenteil, man hat sogar herausgefunden, dass wenn du snoost, dann bist du sozusagen schlaftrunken für den ganzen Tag. So nennt man das halt. Und dann bist du eigentlich deutlich unfitter. Wenn du allerdings ein paar Tricks brauchst, was du zum Beispiel machen könntest, ist, du könntest dein Handy einfach auf die andere Seite des Raumes legen, dass du aufstehen musst. Und eine andere geile App ist die App SpinMe, kostet allerdings 2,49 €. Und zwar die App SpinMe, da kannst du einen Wecker stellen, und der lässt sich erst ausstellen, wenn du einmal hochgesprungen bist, oder zweimal, glaube ich, und dich einmal im Kreis gedreht hast. Also vielleicht hilft dir das hier auch.
Dann natürlich ein wichtiger Punkt für den Morgen, und zwar To-Do-Sachen, also To-Do-Lists. Wie mache ich das? Auf zwei Wegen. Zum einen über die App Minimalist, ist eine sehr, sehr einfache App, bei der du To-Do-List schreiben kannst. Oder ich mache mir so kleine Post-its und die klebe ich mir an einen Ort, an dem ich sehr oft bin, meistens an mein MacBook. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ich schreibe die To-Do-Lists immer schon am Abend vorher. Erstens gibt es Vermutungen, dass das Gehirn sich dann schon in der Nacht mit der Bewältigung dieser Aufgaben beschäftigen kann. Inwieweit das stimmt, kann ich nicht überprüfen. Aber zweitens, was für mich einfach sehr, sehr schön ist, ist, dass ich dann morgens aufstehe und ich weiß einfach schon, was zu tun ist. Ich muss mich eben nicht hinsetzen und noch überlegen, okay, was mache ich heute? Sondern ich weiß, ich muss einfach auf Autopilot blind meinem Plan folgen, weil ich mir gestern schon Gedanken darüber gemacht habe. Video drehen, E-Book schneiden, frühstücken bis 9.40 Uhr. Und in dem Zusammenhang habe ich auch noch einen richtig geilen Tipp für dich, und zwar offene Projekte. Also wenn ich beispielsweise morgens anfangen möchte zu arbeiten, nehmen wir jetzt einfach mal an, ich möchte noch ein Video schneiden, dann versuche ich es immer so zu machen, dass ich den Morgen mit einem offenen Projekt beginnen kann, sodass ich direkt in das Projekt reinspringen kann und dieses Projekt auch relativ schnell beenden kann. Beispiel, stell dir vor, ich habe ein Video und das braucht 10 Minuten zu schneiden und ich habe schon 8 Minuten lang geschnitten. Und dann höre ich eben abends auf und sage mir, okay, du machst die restlichen 2 am nächsten Morgen. Denn dann habe ich morgens direkt ein Projekt, in das ich reinspringen kann und habe eben direkt dieses Belohnungsgefühl, weil ich morgens schon dann relativ schnell wieder was erledigt bekommen kann. Oder wenn du eine Hausarbeit schreibst beispielsweise, könntest du auch bewusst die letzten 3-4 Sätze des Kapitels nicht schreiben. Dann schreibst du die am Morgen, beendest die und kannst dann mit so einem positiven Gefühl in den Tag starten. Das finde ich jetzt einfach sehr, sehr hilfreich. Dann Social Media ist natürlich eine große Sache. Handy, wie gehe ich damit morgens um? Ich benutze mein Handy morgens fast immer, einfach aus 3 Gründen. Als allererstes für die App Bring. Das ist eine App, mit der kann man Einkaufszettel schreiben. Und für die App Blinkist, darüber kann man Buchzusammenfassungen hören. Und für die App Timepage, das ist mein sehr geiler und übersichtlicher, minimalistischer Kalender. Social Media lasse ich morgens weg. Das heißt, ich gehe morgens nicht in Social Media. Ganz einfach, für mich ist das natürlich sehr, sehr schwierig, weil wenn ich jetzt am Abend was gepostet habe und ich weiß, dass ihr dann kommentiert habt, ist das natürlich immer so, man will dann direkt gucken und antworten und so. Aber ich versuche morgens wirklich für mich zu sein. Ich möchte morgens halt nicht reaktiv agieren, also im Sinne von Kommentare beantworten, sondern eben proaktiv. Ich möchte für mich sein, meinen Tag visualisieren und mich einfach für mich auf den Tag vorbereiten. Und deswegen hilft es mir eben nicht, in Social Media zu gehen, auch WhatsApp nicht, auch E-Mail nicht. Also die ganzen Dinge, die sozusagen, bei denen andere was von einem wollen, versuche ich erstmal fern von mir zu lassen und starte so einfach deutlich besser in den Tag. Und dann kommt natürlich der wichtigste Teil am Morgen, wie ihr euch denken konntet, und zwar das Frühstück. Für mich ist das Frühstück sehr, sehr, sehr wichtig. Nicht, weil man sagt, dass es die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, sondern weil ich einfach nur 2-mal am Tag oftmals esse. Manchmal esse ich mittags noch eine Kleinigkeit, ein kleiner Smoothie oder eine kleine Portion Erbsen, aber ansonsten esse ich 2-mal am Tag sehr, sehr groß und deswegen zelebriere ich das Frühstück morgens richtig. Entweder alleine oder eben mit Vicky. Wir machen uns immer ein wirklich so wunderschönes Tablett mit einem kleinen Sieb. Da sind dann unsere Beeren drin, dann einzelne Schalen für die Früchte. Dann haben wir unser Müsli, unsere Supplements, die Milch, unser Wasser und nehmen uns da auch wirklich Zeit für. Meistens gucken wir beim Frühstück irgendeine Serie, oftmals GZSZ, manchmal auch Desperate Housewives. Und wenn ich alleine bin, dann gucke ich immer typisch Andy. Aber das Frühstück ist für mich wirklich sehr, sehr wichtig. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich nach dem Frühstück direkt aufräume, also direkt spüle, dass die Küche sauber ist. Ich kann dir hierfür das Buch Achtsam putzen sehr, sehr empfehlen. Ist ein wunderschönes Buch, auch ein sehr, sehr kleines Buch. Da geht es eigentlich eher darum, dass wie die Mönche in Japan eben ihre Tempel eben so schön sauber halten. Und da lernt man, finde ich, eine Menge, wenn es um Putz-Mindset geht, warum es wichtig sein kann, eben sein Haus immer sauber und rein zu halten und so. Also das ist ein richtig schönes Buch und hat mich sehr, sehr inspiriert, vor allem, weil ich halt jemand bin, in der Küche ist immer alles sehr sauber, aber Bad und so zum Beispiel muss ich auch eine Menge lernen. Von daher ist ein tolles Buch, habe ich dir unten verlinkt. Und ja, nach dem Frühstück ist es dann wirklich so weit, dass ich mich an meinen Laptop setze und dann checke ich Social Media, ich gehe in YouTube rein, beantworte eure Kommentare, gucke mal einmal kurz meine Statistiken an,
Dann gehe ich in TikTok, beantworte Kommentare, dasselbe für Insta, einmal WhatsApp, einmal Mail. Dann lege ich mein Handy weg und dann geht für mich sozusagen der Tag los, dass ich das mache, was auch immer ich machen möchte. Heute sind es zum Beispiel Videos schneiden oder ich fahre mit Vicky irgendwo hin. Am Mittwoch werde ich nach Düsseldorf fahren, werde meinen Podcast neu schreiben. Also da ist dann sozusagen mein Morgen beendet und der Tag kann für mich losgehen. Ja, ansonsten war es das. Ich hoffe, du konntest eine Menge lernen, eine Menge schöne Tipps. Ich werde mit Sicherheit noch einige solche Videos machen. Ich finde, es ist einfach unglaublich toll, so an so einem Beispiel von mir euch sozusagen ein paar Tipps zu geben, wie man es gestalten kann, und hoffe, du hast eben heute eine Menge mitgenommen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, und genieß deine Woche, genieß dein Wochenende. Bis dann, Luke.